Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik für Passau. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Wenn man sich für die Menschen in seiner Heimat, für seine Heimat einsetzen kann, das ist für mich auch Lebensinhalt geworden. Tobias Reis, 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Die Familie ist für mich der Lebenszweck, der Lebensinhalt. Wenn ich jetzt heute früh wieder weggefahren bin, von meiner kleinen Tochter nochmal geherzt wurde, die immer sagt, sag doch deine Termine ab, damit du mehr daheim sein kannst. Wenn man mit der Frau, mit den Kindern unterwegs sein kann, es gibt nichts Schöneres. Ich habe mich schon immer gerne engagiert vor Ort. Ich habe eine Theatergruppe gegründet. Ich war in der katholischen Jugendarbeit. Ich war Oberministrant. Und wenn man dann so in der Jugendarbeit unterwegs ist, dann will man natürlich auch ein bisschen Politik machen, ein bisschen sich einmischen. Da kam der Gemeinderat dann dazu. Und so kommt halt ein Schritt nach dem anderen, Kreistag bis hin jetzt zum Landtag. Und wenn man sich für die Menschen in seiner Heimat, für seine Heimat einsetzen kann, das ist für mich auch Lebensinhalt geworden. 30 Jahre kommunalpolitische Erfahrung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Tobias Reis trotz seiner Arbeit im Bayerischen Landtag noch immer Mitglied des Gemeinderats seiner Heimat Brand und des Kreisrats Tirschenreuth ist. Mein Kernanliegen ist meine Heimat. Ich vertrete die nördliche Oberpfalz, den Landkreis Tirschenreuth-Neustadt im Landtag. Und ich will, dass wir alles tun, damit wir uns hier in der nördlichen Oberpfalz gut weiterentwickeln. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf, die wird neue Umweltministerin. Gerade einmal ein Jahr war Christine Haderthauer Chefin der Staatskanzlei, dann hat sie sich zurückgezogen. Anfang September verkündete die CSU-Politikerin ihren Rücktritt aus privaten Gründen. Für die Opposition sei dieser Schritt längst überfällig gewesen. Deshalb forderte die Landtags-SPD auch einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Der Grund für Haderthauers Rücktritt ist hinlängst bekannt. Die sogenannte Modellauto-Affäre führte zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts. Ein Umstand, den die Opposition für untragbar hält. Den Posten als neuer Staatskanzleichef übernahm Marcel Huber. Für ihn kein neues Amt. Schließlich war der Oberbayer bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Als Gewinnerin des Sitzerückens dürfte man wohl Ulrike Schaaf bezeichnen. Denn die bislang unauffällige 46-Jährige aus dem Stimmkreis Erding wurde Bayerns neue Umweltministerin. Diese schnelle Entscheidung des Ministerpräsidenten überraschte nicht nur die Opposition. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet. Die Überraschung ist natürlich da. Aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Schaaf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Ein ganz unbeschriebenes Blatt ist die neue Umweltministerin nicht. Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Schaaf im vergangenen Herbst das Mandat erneut. Seit 2001 ist die Mutter eines Sohnes auch Schatzmeisterin der CSU und sogar Präsidiumsmitglied. Mit
Mit großen Ehren und Standing Ovations wurde sie auf der Sondersitzung des Bayerischen Landtags jetzt auch noch in die Reihen der Regierung gewählt. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und auch nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten, anders als manche Abgeordnete. Thomas Kreuzer, Sie sind Fraktionsvorsitzender von der CSU. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein. Und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kollegen und Kolleginnen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner, der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Hadertauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an. Und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Vielen Dank, Thomas Kreuzer von der CSU. Affäre Hadertauer ist gleich Affäre Seehofer. Und die Verquickung zwischen Amt und Fürsorge fürs Land und dem, was dient der CSU und wie will man von der Schaden abwenden und da trifft er immer wieder die falschen Entscheidungen. Auch heute hat man in der Plenardebatte gemerkt, da setzt er sich dann, obwohl er als Ministerpräsident von Markus Rindersbacher direkt angesprochen wurde, setzt er sich irgendwo zu seinen Hinterbänklern und ratscht mit denen. Der nimmt das nicht ernst. Der hat in puncto Empathie, in puncto Verantwortungsgefühl einen ganz gewaltigen Nachholungsbedarf und angesichts seines Alters glaube ich nicht, dass er das noch lernen wird. Die Frau Hadertauer hat Rücktritt erklärt und ist zurückgetreten. Und sie hat eine gute Arbeit gemacht als Staatsministerin. Das ist eine andere Ebene, da wird jetzt ermittelt. Und man darf ja auch nicht Vorverurteilungen machen. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte werden das jetzt beurteilen. Aber warum ein Untersuchungsausschuss jetzt noch braucht, das verstehe ich nicht. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten im September beschäftigte, nämlich dem Ansturm an Asylbewerbern. Damit hat Bayern ja wirklich nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München, die platzen aus allen Nähten. Dass dies so kommen werde, davor will die Opposition schon vor Jahren gewarnt haben. Nun will Sozialministerin Emilia Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen
Die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. Klare Ziele, formuliert von Bayerns Sozialministerin auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag. Emilia Müller hatte vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei verlassen, um zunächst dem Sozialausschuss Rede und Antwort zu stehen. Für die Opposition die Gelegenheit der Meinungsäußerung. Dabei besonders in der Kritik das zu späte Handeln der Regierung. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Derzeit, das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und da Sonderwege finden. Attacken, die die Sozialministerin scheinbar unbeeindruckt wegsteckt. Schließlich weist man in der regierenden Partei alle Vorwürfe von sich. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Ende Oktober sollen die Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und in München entlastet werden. Eine Dépendance ist in Regensburg mit 250 Plätzen geplant. Für Mitte 2015 sollen auch in Bayreuth die ersten Asylbewerber aufgenommen werden können. In Augsburg in der zweiten Jahreshälfte 2015. Ebenso sind in Deggendorf und Schweinfurt Einrichtungen geplant. Insgesamt will man die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. So wird in den nächsten Tagen eine alte Kaserne bei Ingolstadt inspiziert und anschließend saniert. Aber nicht nur den Sozialausschuss beschäftigt die Thematik, nein, der gesamte Landtag hatte die Asylpolitik in der Sondersitzung behandelt. Es werden ja jetzt zusätzlich 2000 Stellen geschaffen oder Aufnahmemöglichkeiten geschaffen, dann nochmal für Sonderfälle 1.100, sodass man wirklich schnellst gehandelt hat. Ja, und zum anderen gilt es halt auch darum, andere Maßnahmen zu ergreifen. Es muss halt auch das Europarecht eingehalten werden. Es kann nicht einfach sein, dass man die also Länder durchwinkt und alle landen sie bei uns in Deutschland. Wir nehmen die natürlich auf, die wir aufnehmen müssen. Aber Europa ist jetzt auch gefordert. Man, die EU-Kommission kümmert sich um alles Mögliche, oft um Kleingramm. Jetzt wäre es also eine wichtige Aufgabe für Sie, dass Sie jetzt da klare Regelungen schaffen und einfach ordentlichen Verteilungsmodus festlegen. Ob das jetzt Syrien ist, was ja schon seit 3 Jahren virulent ist, oder ob das der frischere Konflikt in der Ukraine ist. Viele, viele Menschen kommen zu uns, brauchen Hilfe und wir haben immer noch nur diese schmalbrüstigen 2 Erstaufnahmelager. Es gibt zwar den Beschluss, dass in jedem Regierungsbezirk eine Erstaufnahme aufgenommen wird, bei uns in Niederbayern in Deggendorf, aber da ist noch nichts passiert und das ist ein Unding. Und wenn jetzt in Notmaßnahmen Klöster hergehen und sagen, wir öffnen unsere Pforten, oder wenn Schulen und Schulgebäude, Schulturnhallen als Notaufnahmelager verwendet werden, dann ist das wirklich nur für den Moment. Und deswegen fordern wir als SPD-Landtagsfraktion, es darf keine Zeltaufnahmen mehr geben. Wir haben so viele Gebäude, die leer stehen, die umgewidmet werden können. Und da muss man Geld in die Hand nehmen. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für THP1. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.